Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Es ist mal wieder soweit und heute habe ich wieder was ganz Einfaches für euch. Ich finde, es müssen nicht immer Kuchen und Torten sein, deswegen gibt es heute ein ganz tolles Dessert. Und zwar ist das ein Schwarzwälder Kirschdessert im Glas. Und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Als erstes gebe ich ein Ei, 35 Gramm Zucker und eine Prise Salz in die Schüssel und schlage alles schaumig. Dann füge ich noch 12 Gramm Sonnenblumenöl und 65 Gramm Milch hinzu, vermische 15 Gramm Kakao, 35 Gramm Mehl und 1 Teelöffel Backpulver und siebe dann die Mischung in die Schüssel. Die Zutaten werden dann mit Hilfe eines Handmixers einfach gut miteinander vermischt, so dass dabei ein sehr flüssiger Teig entsteht. Ich habe meinen Kuchen in einer Backform gebacken, die ist sehr klein, die ist 18×18. Ich habe sie vorab mit Butter eingefettet und mit Mehl bestäubt. Ihr müsst aber gar keine Backform verwenden, ihr könnt einfach ein ganz normales Standardblech mit Backpapier auslegen, den Teig aufs Backpapier geben und wie so eine Art Fladen backen. Die Form des Kuchens ist völlig unwichtig, er wird ja später sowieso zerzupft. Der Kuchen wird 12 bis 15 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft gebacken und dann zum Auskühlen auf ein Kuchengitter gestürzt. Meiner war genau 12 Minuten im Backofen, aber die Backzeit hängt natürlich vom Backofen ab. Für die Kirschfüllung nehme ich ein Glas Kirschen, 2 Esslöffel Speisestärke und 1 Esslöffel Zucker. Ich vermische die trockenen Zutaten mit 3 Esslöffeln Kirschsaft. Ihr könnt sogar bis zu 4 Esslöffel Speisestärke nehmen. Ich möchte, dass meine Kirschfüllung etwas flüssiger ist, deshalb nehme ich nur 2 Esslöffel. Ihr könnt natürlich noch mehr Zucker verwenden, sowohl bei der Füllung als auch beim Kuchenteig. Die Kirschen stelle ich samt Kirschsaft auf den Herd und wenn die schon recht heiß sind, füge ich noch die Speisestärkemischung hinzu und koche das Ganze einmal auf. Die Füllung dann vom Herd nehmen und erkalten lassen, also die muss wirklich ganz kalt sein. Man kann natürlich auch erst die Füllung machen und dann den Kuchen backen, denn die Füllung benötigt definitiv mehr Zeit zum Auskühlen. Wenn die Füllung dann irgendwann soweit ist, den Kuchen in kleine Stückchen reißen. Die Größe der Stückchen ist Geschmackssache. Und hier könnt ihr nochmal sehen, wie wunderbar weich und luftig dieser Kuchen ist und was für eine satte Farbe er hat. Er ist einfach nur klasse. Und ganz zum Schluss schlage ich für die Quarkfüllung 200 Gramm kalte Sahne steif. Und dabei verwende ich ein Päckchen Sahnesteif. Dann vermische ich 250 Gramm Quark und 3 Esslöffel Puderzucker und hebe dann die geschlagene Sahne vorsichtig unter die Masse. Mein Quark hat 20% Fett, man kann natürlich auch Sahnequark verwenden, also mit 40% Fettanteil. Und man kann auch noch mehr Puderzucker nehmen. Sobald die Quarkfüllung fertig ist, schichte ich mein Dessert wie folgt in die Gläser. Erst die Kuchenstückchen, dann die Kirschfüllung und auf die Kirschfüllung kommt dann die Quarkfüllung. Und dann wiederhole ich das Ganze. Die Kuchenstückchen könnte man auch noch mit etwas Kirschwasser beträufeln. Ich wollte mein Dessert ganz ohne Alkohol machen, deswegen habe ich auch die Kirschfüllung etwas flüssiger gemacht. Und zum Schluss wird das Dessert noch mit etwas Raspelschokolade und ein paar Kirschen verziert und dann bis zum Servieren kaltgestellt. Die Zutatenmenge ergibt ungefähr 4 bis 6 Portionen. Meine Gläser sind etwas größer, also pro Glas waren es locker 2 gute Portionen und ich hatte insgesamt 3 Gläser. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da und abonniert auch meinen Kanal. Und ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und wünsche euch allen noch viel Spaß beim Nachmachen und sag auch schon mal Tschüss, bis dann!